Buonasera, Dr. Cerveza hier. Und wie ihr meine Begrüßung schon gehört habt, geht's heute ins schöne Italien. Auch dort wird ein Trappistenbier gebraut. Und zwar von der Abtei Tre Fontane. Hier ist ihr Triple. Das Besondere an den Tre Fontanen-Bieren ist, oder an dem Tre Fontane ist, dass dort also eine Eukalyptuszucht im Zucht, ja, Anbau, Eukalyptusanbau betrieben wird, auch im Kloster. Und der selbst angebaute Eukalyptus landet tatsächlich auch im Bier. Und das ist natürlich hochinteressant. Das wollen wir dann noch glatt probieren. Die Abtei ist in Rom direkt, in der Hauptstadt also. Hoppala. Das lässt sich etwas schwer einschenken. Auch sehr gut karbonisiert. So, aber es geht komplett rein. So. Hier haben wir eine interessante Farbe. Das ist ja auch recht dunkel. Für ein Triple ist es ziemlich dunkel, aber es ist schon leicht blond noch. Also das ist interessante, sehr interessante Farbe. Es geht wirklich noch als blond durch, aber als wirklich dunkel als blond. Also es ist noch nicht kein dunkles Bier, kann man sagen. Jetzt ging es Licht halt. Ja, es ist so knapp ein Übergang zwischen einem hellen und einem dunklen Bier, würde ich fast sagen. So, dann schauen wir mal, was die Nase so sagt. Oh, da kommt der Eukalyptus schon gut durch. Riecht so ein bisschen wie diese Gletschereisbonbons oder wie dieser Gletschereiswodka. So in die Richtung geht es ein bisschen teilweise. Ein Geruch, also, aber durchaus lecker riecht das. Probieren wir noch mal. Also ich habe es schon mal schriftlich verköstigt. Jetzt mal noch mit einem Video. Mal probieren. Wow. Das ist ein Traum. Wirklich schön rund nach Bier noch. Aber dann im Hintergrund diese schöne Eukalyptus-Touch. Oh, schmiegt sich richtig schön in das Bier ein. Das ist ein Traum. Oh ja, das ist wow. Stellt euch vor, so ihr lutscht einen Eukalyptusbonbon und trinkt danach ein obergäriges Bier. So in die Richtung ist es fast. Nur halt, ja, nicht, dass man, gut, das nehmen sich vielleicht manche negativ auf, aber gar nicht, gar nicht. Der Eukalyptus ist wunderbar eingefügt in dieses Bier, also klasse, das ist ein absoluter Traum. Richtig, richtig, richtig schönes Bier. Macht richtig Spaß, ist mal was ganz Besonderes, mal was ganz anderes. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu probieren, das ist wirklich stark, also es macht richtig Spaß. Zum Wohle.